Tag. Hattest du schon immer was Geflochtenes im Haar? Zieh einmal. Ein Frost noch, dann wird's besser. Verspreche es ihnen. Guten Tag, und Sie sind Ältester Utrilot. Seid ihr hier, um zu beten oder unserem Ahnengrab euren Respekt zu erweisen? So ähnlich. Klingt wie etwas aus einem Traum, und doch könnte es mehr sein. Seltsam. Ältester, warum hat das Regenerat das Tribunal zerstört? Wir waren mitten in einem Das Gespräch. Warum kommst du einfach und laberst dazwischen? Das gehört sich nicht. zugelassen, dass das Tribunal Jedes Kind zerstört weiß, wurde. wenn sich Erwachsene unterhalten, heißt, wird nicht dazwischen gelabert. Was machst du? Tschüss. Ich erinnere mich an einen Tempel auf Solstheim und dass ich auf dem Bau gearbeitet habe. Es war kein angenehmer Traum. Ah, sie sind also doch hypnotisiert. Das Regenerat ist das wahre Tribunal. Die Daedra, die das Volk der Dunmer segnen. Azura, Mephala und Boetia. Wir nennen sie das wahre Tribunal, weil sie ihren Platz in unseren Herzen von dem falschen Tribunal zurückerobert haben. Sotasil, Almalexia und Vivek repräsentieren Wesen, die durch ihre Taten die Herzen der Dunmer gewannen, sie aber blendeten. Das waren Verirrungen, falsche Propheten. Sie nutzten ihren Status als Helden, um das wahre Tribunal vor unseren Gedanken zu verbergen. Aber nun, da sie vernichtet wurden, kann das Licht endlich auf das Haus des Regenerats scheinen. Das ewige Drama. Nein, eure. Azura, Mephala und Boetia euch leiten. Vielen herzlichen Dank. Nein, eure Religion stimmt nicht. Unsere Religion stimmt. Guten Tag. Ich? Was? Ein Geldbeutel. Sieht das jemand? Er steht da hinten. Was war das? Supulus? Was ist denn ein Supulus? Vielen Dank. wir müssen raus hier. Keiner da? Außer Lydia? Den Großen. Da sollte ich euch die Hände abschlagen. Ihr habt nichts gesehen. Ihr habt nichts gesehen. Nur für die Gläubigen. Fremdlinge. Ihr habt Verbrechen gegen die Dunmer von Solstheim begangen. Was haben wir Habt ihr getan? etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Ihr könnt das Geld wieder haben. Bitteschön. Kluge Entscheidung. Jetzt kommt mit. Sobald wir euer Diebesgut konfisziert haben, könnt ihr gehen. Wenn ihr die Strafe bezahlt habt, versteht sich. Wir haben gerade bezahlt, du Sack. Lass uns gehen. Arsch. Das gibt's gar nicht. Die haben mir all das Geld Ist weggenommen. kaiserliche Handelsgesellschaft sucht. Die ist seit mehr als 100 Jahren nicht mehr hier. Arschgesicht. Ich weiß doch nie, wohin muss. Und Penner, alle solche Schweine. Ich werde eure ganze Stadt abfackeln. Was zur Hölle ist? Hey Lydia, das zeigt nicht ein aktiver Vulkan.
Ja, toll. Dann haben wir gleich wenigstens unser Geld wieder. Scheiße. Wir rechnen mit sowas. Komm ich mal. Ich bin direkt hinter euch. Das ist sehr gut, Lydia. Ja, wenn du mich durch die Tür lässt, du Blöde. Danke. Oh, du siehst ja auch sehr vielversprechend aus. Ups, knapp die Treppe verpasst. Warte, das war falsch. Da steht Hysterie. Was lese ich? Hygiene. Warte, ich will was nachgucken. Ob das was hilft? Was? Lydia, du bist atemberaubend. Wir probieren's. Wenn wir draufgehen, dann wissen wir, es hilft nicht. Es sah mal bestimmt schön hier aus. Nur jetzt nicht mehr. Wurde alles abgefackelt. Der Musik nicht ganz. Aber zurzeit scheint nichts zu passieren. Was? Wir müssen noch ein ganzes Stückchen laufen. Ich will da an ihr gehen. Und da ich nicht weiß, wo Lydia ist. In meiner Tasche bestimmt. Komm hier nicht hoch, verdammt. Wir müssen außen rum. Ich sehe schon, wo das hinführen wird. Sieht gruselig aus. Die arbeiten. Alles gut. Die arbeiten. Schafften wir
Ja, Tempel von Mirak. Es war so nah. Auf das ihr fröhlich beim Arbeiten sterbt. So scheint es zurzeit. Was? Was bei Tage gestohlen wurde. Achso, jetzt macht der Satz auch Sinn. Weit von uns entfernt. Was ist weit von euch entfernt? Wächst er uns doch so nah. Was ist denn Rolle der Hysterie? Wir bleiben mal hier. Eine Rolle können wir eigentlich wegschmeißen. Doch nun sehen wir durch ihn. So, jetzt haben wir es aber. Nimm die erstmal wieder weg. Doch nun wirkt er durch sie. Da ist eine Stimme. Guten Tag. Was führt euch hierher? Warum seid ihr hier? Freya, hi. Ich bin Freya von den Skaal. Ich bin hier, um mein Volk zu retten oder zu rächen. Und schuften zu lassen bis zum bitteren Ende. Ich bin mir nicht sicher. Etwas hat die Kontrolle über die meisten Bewohner von Solstheim übernommen. Es bringt sie dazu, sich selbst zu vergessen und an diesen schrecklichen Machenschaften zu arbeiten, die die Steine und das Land selbst korrumpieren. Mein Vater Storn, unser Schamane, sagt, dass Mirak nach Solstheim zurückgekehrt ist. Aber das ist doch unmöglich. Vielleicht? Dann haben wir beide allen Grund zu sehen, was unter uns liegt. Lasst uns gehen. Ich kann hier nichts mehr tun. Ich kann den Baumstein und meine Freunde im Moment nicht retten. Wir müssen einen Weg in den Tempel dort unten finden. Oh, ja, super, klar, machen wir. Ein paar von uns kann der Fluch nichts anhaben. Mein Vater Storm, der Schamane, beschützt sie im Dorf. Ich habe ein Amulett geschaffen, das mich vor dem beschützt, was von den Skaal Besitz ergriffen hat. Ich habe jedoch nur dieses eine. Ich kann sie nicht retten. Unser Volk ist verloren. Wer war? Moment. Was? Toll. Was los? Sorry, ich musste gerade mal wieder mein Mikro zusammenbauen. Ich habe es wieder auseinandergebaut aus Versehen. Freya, wo bist du? Yourself? Kultisten. Oho. Oh, wir können die Sachen drehen? Wie cool ist das denn? Bären klauen? Komm, wir klauen einen Bären. Ja. Pferde stehlen ist doch für andere. Das ist doch langweilig. Wir Zauberbuch Frostbiss. Oh, vielen Dank. Das ist doch langweilig. Wir stehlen Bären. Huch. In automatischen Speicher haben wir jetzt haben wir unser ganzes Geld wieder. Muss man nicht verstehen. Wo ist mein Dings hin? Scheiß die Wand. Oh, ich kotze im Strahl. Können wir das Feuer nicht mehr machen, richtig? Weil ich so dumm war, richtig? Hat gespeichert.
alles ist gut. Wenn wir draufgehen, ist schlimm. Lydia, ihr Feige, wo bist du? Lydia? Lydia, hi. Ich soll dich übrigens grüßen. Man sieht dich gar nicht. Von, Grazzo. Wir hatten eben ganz kurz eine Unterhaltung. Seid ihr jetzt bereit, mir zu helfen? Wenn du... Ich weiß, wo du bist. Oh, die werden geröstet. Sehr schön. Freya. Bist du? Das brauchst du ja nicht mehr, oder? Vielen Dank. Irgendetwas stimmt hier nicht. Ja, das haben wir gemerkt. Komm, Lydia. Was, Freya? Was ist das? Wir können das Skelett durchsuchen. Oh, danke schön. Vielen Dank. Was war das für ein Zaubertrank? Irgendwas mit Ausdauer. Ja, geringe Ausdauer. Stellt 25 Ausdauer wieder hin. Stehen gleich alle wieder auf. Das ist sehr nett. Da ich dich ja jetzt gerade erst wiedergefunden habe. Was Gift der Magiker? Gift. Sehr cool. Was ist das? Oh, vielen Dank. Winziger Seelenstein. Stand da? Ich habe armseliger gelesen. Das stand da bestimmt nicht, aber ich habe es gelesen. Wir sind fertig. Freya, wir sind fertig. An diesem Ort muss ausgemerzt werden. Ja, ganz genau. Seine Geschichte ist so alt wie Solstheim selbst. Aha. Vor ihrem Sturz diente er den Drachen, so wie die meisten. Ein Priester ihres Ordens. Aber anders als die meisten wandte er sich gegen sie. Er suchte sich seinen eigenen Weg und musste für seine Taten teuer bezahlen. In den Geschichten heißt es, er hätte selbst Anspruch auf Solstheim erhoben und die Drachen hätten ihn deswegen vernichtet. Wir leben schon seit vielen Generationen auf Solstheim. Mhm. Unser Volk ist mit dem Land selbst verbunden. Wir versuchen, dem Altschöpfer zu dienen, im Gleichgewicht mit der Natur zu leben, statt sie auszubeuten, wie andere es tun. Wie die Mehrheit. Herausfinden, was hier vor sich geht. Der Bevölkerung. Stimmt, Freya? Gut, kommst du jetzt mit oder müssen wir alleine gehen? Ach, da erhebt sich mal die Dame. Guten Tag, Lydia. Oh. Das war extremst dumm. Ich habe mein Feuer nicht mehr, verdammt. Oh, hi. Weiß gar nicht mehr, wie man schlägt. Danke, Lydia. Warte, was war das für ein Zaubertrank? Wieso kann ich denn nicht... Oh, falsch. Ärgert mich. Wollte ich nicht, das wollte ich. Da ist es doch wieder. Wo habe ich es denn Freya. Ich wäre fast auf dich losgegangen. Schick die Waffen weg. Der Kultist ist tot. Der Kultist ist Nierenwurz. Guten Tag, wir sind nicht lange hier. Wir in diesen Ruinen aufpassen. Überall können Fallen sein und es sind sicher nicht wenige. Okay, gut. Mirak hat versucht, Macht zu ergreifen und sich gleichzeitig zu schützen.
Sehr schön, das war die vierte Taste. Genau das wollte ich mir angucken, du Sau. Nicht das. Ah, da ist noch einer. Kleines Geweih? Muss das hier jetzt auf den Kopf setzen, oder was? Ist das ein Ei? Nein, das ist eine Urne. Gut. Da steht doch schon leer. Da steht auch leer. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Das? Deinen.